haben damals geglaubt, sie übertreibt. Sie hört das Gras wachsen. In der Tat, ich habe das Unkraut wachsen hören, was unsere Freiheit erstickt. Heute sagt das niemand mehr. Im Gegenteil, wir sind fassungslos, in welchen Wahnsinn sich eine Gesellschaft verstricken kann, die das autonome Individuum auf den Thron Gottes gesetzt hat. Die Zeichen stehen auf Sturm. Es sind nicht mehr viele, die sagen würden, wir schaffen das. Die Kirchen haben die Aufgabe, zur Umkehr zu Gott zu rufen. Aber auch dort, wie in der Politik, sehen wir großflächiges Versagen, was viele dazu bringt, sich von der Kirche abzuwenden. Ich tue es nicht. Das sage ich Ihnen mit Gelassenheit, denn wer selbst umkehrt, wer glaubt, dass Gott Pläne des Heils und nicht des Unheils für uns hat und es eine Zukunft und eine Hoffnung gibt, der lässt sich nicht in die Angst treiben. Der schaut mit offenen Augen auf das, was in unserer Gesellschaft passiert. Er drückt sich nicht davor. Und er kann mit offenen Augen und mit Hoffnung und an Lebensfreude auf diese Verhältnisse schauen, weil er oder sie die unzerstörbare Quelle der Hoffnung kennt und für das gute Leben dankbar ist, das wir alle noch haben.